Herzlich willkommen zum Wissensbooster mit einem weiteren Video aus dem Themengebiet Geografie. Wie ihr am Videotitel lesen könnt, will ich heute mal ein paar Stadtbegriffe unterscheiden. Und da fangen wir sofort an mit der Metropole. Das ist eine Stadt mit mindestens 1 Million Einwohner und vor allem in einer Region ein politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum. Dann haben wir die Primatstadt. Und diese Städte besitzen eine um ein Vielfaches höhere Einwohnerzahl als die zweit- oder drittgrößte Stadt. Ein gutes Beispiel ist Buenos Aires und dort herrscht dann vor allem in einem Land die funktionale Dominanz. Also es ist meist die Hauptstadt von Entwicklungsländern, die extrem boomt. Dann haben wir noch die Megastadt mit mindestens 10 Millionen Einwohnern. Häufig hat diese Stadt noch eine Primatstellung, aber sie ist keine Global City und da wären wir gleich beim nächsten Begriff. Das sind Steuerzentren der globalen Wirtschaft und Politik. Sie beherbergen den Sitz internationaler Organisationen, sind häufig Innovationszentren und kulturell wichtig. Solche Städte sind zum Beispiel Tokio, London oder New York. Dann hätten wir noch den Begriff der Agglomeration. Das sind Ballungsräume mehrerer Städte mit einer meist größeren Einwohnerzahl von 25 Millionen. Und das passiert halt, wenn größere Städte immer weiter wachsen und dann langsam verschmelzen. Die Begriffe Megalopolis und Städtebänder werden auch für solche Agglomerationen verwendet. Also diese Begriffe haben eine ganz ähnliche Bedeutung. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video helfen, vielleicht sogar bei der Abiturvorbereitung. Wenn ihr das Video gut fandet, gebt ihm einen Daumen nach oben, das freut mich sehr. Wenn euch jetzt die Geografie noch weiter beschäftigt, könnt ihr noch ein Video über den Verstädterungsgrad anschauen oder ihr klickt euch in die Quick-Info-Playlist rein, da gibt es noch weitere interessante Themen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, viel Spaß auf meinem Kanal, bis zum nächsten Video. Ciao!